Ja, servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde The Division. Also, ich habe ja hier versucht, das Territorium bzw. den Kontrollpunkt einzunehmen, aber die Jungs haben dann irgendwie angefangen, sich mit denen da drüben anzulegen und jetzt hängen wir dann trotzdem hier voll im Kampf. Also, dann werden wir halt ein bisschen flexibel bzw. improvisieren. Ich sage erstmal recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division hier bei mir auf dem Kanal. Und wie gesagt, wir sind ja schon voll hier in Action, So, irgendwo da vorne ist der Kampf. Und hilft nichts, wir werden hier einfach das Territorium schon mal angehen. So, er hat Spezialmunition, da müssen wir wieder, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. So. Sich nähernde Feinde erkannt. Ah ja, okay. Wie nähern? Die nähern sich aber von da unten, oder? Ja, ja, die kommen nicht hier raus. Das wäre mir nämlich ein bisschen unangenehm. Okay. Ach du Schande, da ist ja einer. Boah. Hat er mich aber auch ein bisschen erschreckt. So, wo sind sie denn? Wir könnten natürlich dann da ein Geschütz hinpacken. Das wäre gar nicht verkehrt, habe ich so den Eindruck. Zugangsschlüssel entdeckt. Ja. So, ja. Die sind irgendwo unter uns. Da will einer hoch. Nee, 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 mein Freund. Du bleibst schön da unten. Okay. So, jetzt scheinen ja hier die Kollegen hier nicht mehr im Kampf zu sein. Sind sie vielleicht jetzt doch mal clever genug, darüber zu latschen zum Taxifriedhof und die Sache hier endlich zu regeln und für uns in Besitz zu nehmen? Nee, ich weiß es nicht. Der lungert immer noch da rum hier. Okay, so komme ich jetzt hier rüber. Was ist denn jetzt wieder los? Der andere ist doch von hier auch rübergekommen. Muss ich mich jetzt irgendwo tatsächlich hier abseilen? Komme ich hier rüber? Oh ja. Autsch, autsch, autsch. So. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Seki! Da oben ist er doch. Okay. Ah, da unten ist er. So, wo müssen wir denn hin? Die Territoriumskontrolle müsste doch ein... ja, Ausstattungsbehälter. Der muss irgendwo, glaube ich, hier oben sein, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich nicht irre, Hawkins. Nee. Feindliche Übertragung empfangen. Nee, wo ist denn jetzt? Nee, da ist es. Ausstattungslager. Wunderbar, dann holen wir den. Nee, auch uninteressant. Nee. Umgebung gesichert, das gefällt mir. Das heißt, schon wieder falsch, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch die Territoriumskontrolle, aber den Kontrollpunkt haben wir immer noch nicht eingenommen. Gehen wir da nochmal hin. Also was ist denn hier rüber? Da ist doch irgendwie wieder einer im Kampf. Da ist doch wieder irgendeiner im Kampf. Ja, sehr schön. Vielleicht hilft das. Oh, 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 da sind ja mehrere. Ach du Schande. So, da hinten treibt sich auch einer rum. Dann machen wir mal hier da hinten den Tornister kaputt. Ja, klebt sich selber fest. Letzte Generation. So, dann hoffen wir doch endlich, dass diese Sache mit diesem Kontrollpunkt wir endlich hier geregelt kriegen. Wo sind denn die Jungs noch? Irgendwie
Ist hier noch einer? Spring hier. Ach, da springt noch einer rum. Okay. Wir gehen mal da hoch und bringen mal unser Geschütz in Stellung. Dann kann das nämlich auch mal ein bisschen mitspielen. Ja, aber hier hin. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass die nicht anfangen, hier auf diese Flasche zu schießen. Ja, komm hier rum. So, jetzt springt da oben auch wieder einer rum. So, was ist denn jetzt mit den Jungs hier? 67 Meter im Kampf, aber irgendwie wieder am Arsch der Welt. Wenn man die Jungs mal braucht, sind sie nicht da. Ich meine, so viel verlange ich doch gar nicht von euch. Einfach nur mal zur Stelle sein, wenn man euch braucht. Oh, Dröhnchen, mein Dröhnchen, wo bist du? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Weil durch diese hohle Gasse wirst du jetzt bitte gleich fliegen. Scheiße. Ja, nix hier. Ja. Keine Kraftausdrücke. Hier wird zivilisiert gekämpft. So, der ist auch weg. Jetzt haben wir da noch einen. Oh ja. Kann sie von hier aus nicht treffen. Und dann schauen wir mal, ob ich dich richtig hier von hier aus treffen kann. Ach du Scheiße, ist da hinter mir einer? Boah, was denn? Wo denn? Haben die jetzt tatsächlich mal ihren Job gemacht? Keine Munition mehr! Ach ja. Wem sagst du das? Mir geht auch so vieles aus. Ach, klar, eben die Munition. Oh, Mann. Jetzt! Feuer bereit! Ja, aber da haben wir ja noch die Reserve, die eiserne Reserve. Jetzt hängt hier auch wieder einer rum. Oh, gehen wir mal lieber weg von diesem explosiven Material. So, Übernahme durch Verbündeten. Erfolgt das jetzt endlich mal? Habt ihr das jetzt endlich drauf hier? Oder wo lungert ihr wieder alle rum? So, jetzt erstmal aufmunitionieren. Könntet ihr jetzt mal bitte diesen Kontrollpunkt für mich einnehmen? Ich meine, ich habe euch das Ganze hier schon auf dem Silbertablett serviert. Zeug rum. Nö. Nö, nö. So, was ist denn jetzt los? Mann, 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 Mann. Schon wieder falsch. Nee, immer noch kein Kontrollpunkt eingenommen. Buggy Buggy oder was? Ja.
Ja, du musst den Kontrollpunkt nicht mehr angreifen. Du darfst ihn jetzt gerne einnehmen. Wo sind denn die Kollegen? Überall brennt es hier. Aha. Jungs, es gibt Rehrücken. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Da habe ich mich so ins Zeug gelegt für die Jungs. Also irgendwo hängt da noch was rum. Sie wollen diesen Kontrollpunkt einfach nicht einnehmen. Vehemente Arbeitsverweigerung. So, hier gibt es nichts mehr. Doch. Ich bin etwas not amused. Naja, vielleicht können wir das dann noch irgendwie verarbeiten. Habe ich irgendwas verpennt? Nee, wir räumen hier die Kollegen weg und dann kommen die und nehmen den Punkt hier ein, hier den Kontrollpunkt, oder? Oder wie oder was oder wer? Naja, okay. Das Leben ist halt eines der härtesten. Dann werden wir uns mal hier zu diesem Safehouse begeben und dann gehen wir mal den anderen Kontrollpunkt an. Es hilft ja nicht, so wie es aussieht. Also, es ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig. So. Dann schauen wir mal hier. Okay. Okay. So. Also, dann schnappen wir uns halt mal diesen. Vielleicht sind die Kollegen einfach ein bisschen besser drauf. Da müssen wir wieder hier runter. So, und dann rechts rum. Und es ist immer noch dunkel. So, dann wollen wir mal hoffen, dass die hier sich... wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir denn lang? Augenblick mal, Augenblick mal. Schlafender Riese. Ach so, wir sind noch gar nicht da. Okay. Aber irgendwer oder irgendwas ist da vorne. Ach so, das ist das Teil der... Ah! Lass keinen am Leben. Ich glaube, das war vielleicht keine so gute Idee. Erstmal weg hier. Oh, okay. Danke. So, das nehmen wir wieder mit. Kommt da keiner raus? Okay. Wo müssen wir denn jetzt wieder lang? Hier, oder? Ja, ja, das ist dieses Teil. Gut, dann werden wir gleich hier unsere Verstärkung holen. Und dann hoffe ich mal, dass die Jungs ein bisschen fitter sind als die anderen. Verstärkung unterwegs. Ja, ja, das hatten wir ja vorhin auch gedacht. Und irgendwie hat es auch nicht funktioniert, ne? So. Das ist aber auch hier echt dunkel. Heller. So, wo sind sie denn? Ach du Schande, 180 Meter haben die noch. Mann, die sind ja noch ewig weg. So.
So, da hinten 87 Meter. Ja, komm, macht Schritte. Macht Schritte. Dann gehe ich mal hierher. Da ist aber auch wirklich kaum was hier zu sehen. Ach, die rennen da unten durch. Die kommen aus der Tiefgarage sozusagen, aus dem Tunnel. Ob das jetzt so clever war? Ja. Hui. Der hat gesessen, der hat gesessen. Hab dich. So, das machen wir weg. Das braucht keiner. So. Wie sieht's denn? Also echt, das ist furchtbar mit diesem, Nichtsehen. Ja, sehr gut. Das freut mich für dich. Diese Information ist hilfreich im Moment. So. Man schießt aber auch hier echt ins Dunkle. Ja, der kommt natürlich. Ach, da raus kommt der. Ja, wir nehmen mal hier das Maschinengewehr. Das streut aber ganz schön. So, Kontrollpunkt gesichert, sagt er. Ist es denn diesmal wirklich wahr? Kann ich es glauben? Darf ich es glauben? So, da würde ich gerne hoch. Aber er will nicht, dass ich da hoch will. Wenn Mine froh die Isabel oder so ähnlich, ne? Ach du Schande. Was macht er denn da wieder? Er sieht aber auch gar nichts. So, Deckung ist gut. So. Ja, genau. Sehr schön. Ach, wie springt er denn rum? Jetzt kommen sie bestimmt da aus dem Loch hier gekrochen. Wusste ich's doch. Und die Drohne bitte zum Einsatz bringen. Die Luftverteidigung. Ach, wieder verrissen hier. Wertvolle Munition. So, da ist einer. Da ist einer. So, von wo kommt der schwer gepanzerte Feind? Da kommt er. Was ist denn da los? Ah, da hinten ist er. Da hinten ist er. Jetzt sind wir gleich wieder leer geschossen. Ja, also gut. Das sieht ja jetzt mal so aus, als hätte es geklappt. Okay. Okay. Okay, Kontrollpunkt eingenommen. Also, dann hat es wenigstens mit dem Kontrollpunkt geklappt. Was macht denn eigentlich der andere da unten? Ja, immer noch nicht, ne? Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, auf die Schnelle. Okay, Material aufnehmen. Material aufnehmen.
Vor allen Dingen die Raketchen, die Raketchen. So, da können wir runterspringen. So, da ist er. Dann will ich mal gucken. Sehr schön, okay. Ist da noch was? Okay. Dann wieder raus und draußen noch ein bisschen. Ups, falsch. Hier geht's nicht raus. Dann draußen noch. Und drau. Hier. Okay. Und draußen noch ein bisschen einsammeln. Was haben wir denn da? Ach so, Munition. Wir müssen ja Munition noch einsammeln. Wo ist denn die Munition? Steht direkt davor und sagt nichts. So, okay. Einmal, zweimal. Nee. Nö, da hinten gibt es noch Raketen, die nehmen wir noch mit. Und dann will ich diesen Kontrollpunkt endlich einnehmen, damit wir hier durch sind, was die Kontrollpunkte angeht. Na? Oh, jetzt macht er mir noch nicht mal hier. Hey, was ist denn jetzt los? Okay, jetzt. Gehen wir nochmal zum Officer und sprechen mit ihm. Vielleicht braucht er ja noch ein bisschen was. Wir wären Ihnen dankbar für Ihre Hilfe. Wären? Seid mir dankbar. Ich habe euch bereits geholfen. Aber hallo. So. Okay. Wir fliegen zu diesem Kontrollpunkt. Und dann versuchen wir es nochmal mit der Taxistation. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. So, Dille. Ja, aufmunitioniert sind wir. Ich bin so müde. Ich wünschte, wir könnten schlafen. Ihr dürft ja, oder ihr könnt ja schlafen. Aber ich hoffe, dass es dann kein böses Erwachen gibt. So, waren das nicht die Kollegen, die vorhin irgendwas hier mit einer Band? Die Band sollte spielen. So, wir müssen da irgendwie wieder rechts rum. Da ist der Kontrollpunkt. Jetzt müssen wir uns mit denen nochmal hier unterhalten. Danke. Das hätten wir alles schneller haben können. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Wo ist denn jetzt dieses Taxi-Dingens? Da drüben, oder? Taxi hier. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Nee, da müssen wir rüber. Damals, glaube ich. Oh. Hier ist aber auch immer irgendwas im Weg heute. Ja, da war doch die... Genau, und jetzt... Genau, da ist es doch. Taxifriedhof. So, die Kollegen sind natürlich jetzt wieder alle da, oder nicht, oder wie, oder wer? So, jetzt holen wir hier nochmal die Verstärkung. Ja, klar. Jetzt haben wir wieder die Schlafenden geweckt. Sich nähernde Feinde erkannt. So, dann gehen wir hier mal hoch. Bringen hier das Geschütz in Stellung. Ach, du Schande. Und dann ist hier einer. Ach, und ich sagte es noch vorhin. Dass das Ärger geben könnte. So, dann gehen wir hier hoch. Ja. Ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen, ob du alles richtig gemacht hast. So. Ach, jetzt rennt da auch noch einer rum. Noch Moon. So, da kommen sie wieder angerannt. So, wo ist jetzt meine Verstärkung? Ach du Schande, jetzt springt er hier rum.
Ups. Ach du Schande, das wird jetzt ein bisschen kritisch hier. Entdeckung. Ah. Ah, nee. Schwere Verwundung entdeckt. Und drüber. Ah, nee. Runter. Ah. Ich könnte jetzt aber auch wirklich stinkig sein. Okay. Ja, das hätten wir uns alles ersparen können, wenn die Kollegen vorhin etwas besser drauf gewesen wären und hätten aufgepasst. Das wird sie aber in der Nachbesprechung, werde ich das deutlich ansprechen und kritisieren. Das gibt bestimmt irgendwo dann einen Vermerk in der Personalakte. Men. So, jetzt hoffe ich, dass sich die Jungs da ein bisschen wuselig kämpfen. So, aber diesen Kontrollpunkt will ich jetzt noch einnehmen. Den will ich noch haben. Mensch. Das hätte alles so schön sein können. Gehen wir hier rüber? Ja, wir gehen hier rüber. So, wieder hier rüber. Verwundeter Kontrollpunkt in der Nähe. Ja, das weiß ich. Oh, jetzt springt da auch wieder welche rum. Oh, nee. So, wo sind sie denn? So. Da irgendwo springt noch einer rum. Und meine Frage ist, ach, da hat es bestimmt den Kollegen erwischt, ne? Da haben wir das Kreuz am Boden. Oh, ist ja aber auch klar. So. Ja, da sind sie im Gefecht, die Jungs. Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. Okay. So. Das Ganze ist ein bisschen hier verfahren, die Situation, habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt tut sich da hinter uns auch schon wieder ein bisschen was. Kommen wieder welche angerannt. Und der andere hier versteckt sich irgendwo, wo ich überhaupt nicht gebrauchen kann. So, wo ist denn jetzt? Ja, freut mich. Eintreffende Verstärkung. Ah, jetzt lungern die in der Garage rum und da kann ich sie überhaupt nicht gebrauchen. Kein Versteckspiel mehr. Ah, nee. Sprach's und versteckt sich.
So, da ist anscheinend der Chef, der Maître de Cuisine. Genau, übernimm den Kontrollpunkt. Ich hoffe, dass es diesmal klappt, Freunde. Ne? Ich erwarte einfach Höchstleistung. Höchstleistung erwarte ich. So, da hinten lungert einer rum, der gleich weg ist. Und, oh, nee, nicht mal. So, immer hier aufs Genau. Schwer gepanzerter Feind. Ich habe hier schwer einen Hals. So, wo? Ja, die Jungs sind gut drauf. Die sind echt hartnäckig. So, dich treibe ich da hinten aber weg. Munition leer. Ich beschütze dich. Ja, ja. Wer beschützt sich nicht? Ja, dich werde ich jetzt mit dem hier mal behaken. Ist mir aber auch wirklich ein Pushen auf Scheibe. So, aufs Einkaufstäschle, aufs Einkaufstäschle. Immer schön aufs Täschle. Ja, und ich brauche eine bessere Stellung. Ich denke, wir gehen mal hier hoch. Das hat mir zwar vorhin ein bisschen den Tag versaut. So, aber diesmal... Ah, da hat auch so ein Täschle, gell? Da hat hier auch so ein kleines Täschle. Danke, Bente. Es ist vorbei. Warum legen Sie mit uns an? Kann ich nicht sagen. Ist das über meiner oder Ihrer Gehaltsklasse? Ist vertraulich. Aber Sie wissen's. Ich weiß genug. Vertrauen Sie diesen Leuten, Sir? Ich weiß, dass wir Verbündete brauchen, wenn wir siegen wollen, Lieutenant. Aber wer sind die? Haben Sie genug Geld? Ja. Haben Sie Bett und saubere Kleidung? Ja. Haben Sie genug Waffen und Medikamente? Ja. Haben Sie genug Mörser? Genug für eine Stadt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie genug Mittel und Ressourcen zur Verfügung haben, um diesen Krieg zu gewinnen? Allerdings. Wie denken Sie jetzt über die neuen Verbündeten? Besser, General. Gut. Dann warten Sie auf weitere Befehle. Ja, wir warten also auf weitere Befehle und ihr wartet einfach auf die nächste Folge, denn das soll es für heute gewesen sein. Wir freuen uns, dass es dann doch irgendwie geklappt hat. Also wie gesagt, hier mit unseren Verbündeten haben wir ein bisschen noch was zu besprechen. Also das war jetzt nicht ganz so teammäßig, ne, Freunde? Also nichtsdestoweniger, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wir haben jetzt die 3 Kontrollpunkte und es steht noch ein bisschen was aus, bevor wir dann aufs Kopfgeld gehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag wie immer, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.